Moin und herzlich willkommen, liebes WTR-Multiversum. Ich bin der William, das ist Give Me 5, Ausgabe Juni. Heute besprechen wir Veranstaltungen, unter anderem auch WWE Extreme Rules oder Money in the Bank. Mit dabei ist auch der Jan. Moin, Jan. Guten Morgen, Abend, Nacht, wann immer. Ich glaube, die meisten hören das abends, oder? Oder wie ich auf dem Weg zur Arbeit meistens auch. Hören, glaube ich, auch viele. Ja, kann sein. Ich höre Podcasts immer so über Tag verteilt. Ja. Kann Wie sein, es dass gar kommt. nicht. Ja, wie es kommt, wie gerade Zeit ist oder wenn man gerade irgendwas anderes auch gerne mal bei Computerspiel spielen, wenn man irgendwo ein paar Rennen fährt oder ein bisschen Fußball spielt. Kann man da auch wunderbar Podcast, da braucht man keinen Ton für. Genau, das habe ich auch gemacht. Ich bin auch nach Berlin gefahren und habe auch euren, von was war das? Vom G1 oder was war das der Podcast mit Sven Ja. und Alex und Nicole und mit dir war das, glaube ich, ne? Genau. Ich bin auch fast fertig geworden, muss ich sagen. Fast. Ich habe zwar keine Ahnung, wer was ist, aber ich weiß so ein bisschen, wer teilnimmt jetzt und so weiter und so fort. Das ist schon mal gut. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Nicole ist auch da. Moin, Nicole. Gude. Gute, Nicole. Wie geht's dir? Super, hier scheint die Sonne. Alles super hier. Ja, hier auch. Janni, bei dir Schönes auch? Wetter. Ja, hier scheint auch die Sonne. Aber Aber nicht mehr lang. ne, doch. Also wir sollen Mittwoch, Donnerstag 30 Grad kriegen. Da habe ich jetzt weniger Ui. Bock drauf. Es wird Aber wieder hot in Deutschland. ja, zumindest soll es bei uns dann dabei ein bisschen bleiben, dann wieder ein bisschen runtergehen. Also ich bin Ich immer so glaube für. froh, wenn es bei 25 oder niedriger bleibt, weil sonst kriege ich bei mir hier einen Hitzekoller drin, weil es sich immer schön aufwärmt. Das macht dann halt Und ihr keinen beide Spaß. wollt ja auch ganz fleißig Japan gucken, deswegen muss ja draußen auch Scheißwetter sein, damit ihr auch überhaupt Lust habt dazu, oder? Oh ja, Donnerstag bis Sonntag jeden Ja. Tag eine G1-Show. Oh Gott. Wir haben schon heute eine hinter uns gebracht Ja. und sind Ja, schon habe mal ich happy. gesehen. Ne? Habe ich gesehen bei Facebook, wie du neben der Arbeit was geguckt hast. Das war aber nicht der Climax. Das war so, da habe Ach ich ja so. kein Ende, da habe ich kein Internet halt. Ach so, das war nur so. Na Ja, dann. das war nur so. Wenn Ja, nicht viel ja. los ist, läuft da ein bisschen der Laptop so. Das ist auch gut so. Wir sind diesen Monat sind wir ein bisschen später dran, weil ich nämlich nicht anders konnte. Terminliche Probleme, deswegen sind wir jetzt, wo sind wir eigentlich? Ja, 17. Heute ist der 17.7. und wir reden über den Monat Juni. Und wenn wir über einen Monat reden, fängt bei uns immer der Jan an mit den von uns gewählten letzten Wrestlern der Wochen sozusagen, des letzten Monats. Jan, wie viel hast du denn da und wen hast du da? Da ich mir nicht ganz sicher bin, wann wir jetzt wirklich aufgehört haben beim letzten Mal, fangen wir mal mit Kalenderwoche 22 an. Da haben wir Sheamus und Cesaro. Ich nehme mal an, das müsste dann der Titelgewinn gewesen sein. Könnte das hinkommen? Extreme Mit dem Rules. Käfig, das Käfigmatch war Ja. das, ne? Mhm, Müsste das ist eigentlich es, das glaube ich. gewesen sein. Eine Woche später haben wir dann diesmal New Japan. Da gab es Dominion. Und da gab es den Main Event zwischen Kazuchika Okada und Kenny Omega. 60 Minuten unentschieden im IWGP Heavyweight Titel Match. Dafür gab es für die beiden einen Superstar der Woche. Ebenso für Baron Corbin, der bei Money in the Bank den Money in the Bank Koffer gewonnen hat. Und in Kalenderwoche 25 haben wir dann Cody Rhodes, der bei Best in the World Ring of Honor Champion geworden ist. So. Da ist für jeden das dabei, Ist oder? was dabei und auch sehr viel gute Gründe, warum Herren gewählt wurden. Ja, die wirst gleich weitermachen mit deinen persönlichen 5 und 4. Kann ich gerne machen, weil es beides mal Money in the Bank, einen davon hatten wir schon auf Platz 5, aber erstmal die Dame, die das Ding sogar zweimal gewonnen hat, nämlich Carmella, und auf Platz 4 halt Baron Corbin. Ah, die beiden Koffersieger hintereinander. Willst du wirklich gewonnen hat sagen dazu? Zu Carmella? Beim zweiten Mal Oh. auf jeden Fall. Beim zweiten Mal schon, ja. Beim ersten Mal. Naja, gut. Also Carmella und Baron Corbin bei dir, die 5 und die 4. Ja? Nicole? Ich habe, muss ich mal gleich hier rumklicken, auf Platz 5 habe ich mal eine Wrestling-Liga genommen, und zwar Kumbel Zonen Wrestling, die jetzt seit 3 Monaten
ja, ein Pay-Per-View nach dem anderen raushauen und eigentlich einer besser ist wie der andere. Ich habe jetzt erstmal das Tournament of Death genommen. Das war ja jetzt das gewesen, was ich jetzt nicht so gut bewertet habe, aber der Pay-Per-View davor, Sacrifices und jetzt danach Evolution, ja, waren wieder ganz herausragend und eine große Veränderung findet halt bei Kombination Wrestling statt. Also man merkt, dass Sami Callihan da auch viel mitmacht und ein bisschen durch die Gegend wuckt, heißt das. Ja, und auch Hast du, schwer mit dabei ist. war das auch der Event, den du auch reviewed hast jetzt? Du bist doch irgendwo mit eingestiegen bei Genau. CCW, oder? Genau. Ja, ich bin jetzt wieder mit eingestiegen, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte. Vorher waren ja immer auch der Frankie und Matze und ich. Und ja, jetzt bin ich wieder beim Tournament auf Z dabei. Und nächsten Monat wollen wir gucken, dass wir Evolution dann auch noch besprechen, weil es halt auch so viel Spaß macht, die Veränderung halt bei Konventionen zu sehen. Das ist schon ganz okay, was man da jetzt so macht. Also sehr gute Ansätze. Deswegen wird bei mir jetzt mal die Liga dafür belohnt, da sie diesen Umschwung macht. Und jetzt Platz 4 habe ich, muss gucken, ja, das Match Kushida gegen Osprey, also Kushida besiegt Will Osprey vom Best of the Super Junior. Ja, das finale Match nominiert. Ja, halt immer ein Klassiker zwischen beiden, auch wenn vielen Leuten es nicht gefällt, dass Kushida das schon wieder gewonnen hat. Aber ich mag beide. Und haben da auch wieder ein schönes Stück Match rausgehauen, muss ich sagen. Ja, deswegen Platz 4 für beide. Mein Platz 5 diese Woche oder diesen Monat, vom Monat Juni, mein Platz 5 geht diesmal an, wen habe ich denn da? Achso, ich habe auch Cesaro und Sheamus auf Platz 5, auch für den Titel gewinnen und weil ich einfach finde, dass sie sehr gut eingespielt haben zusammen und auch überzeugen. Also sie wirken nicht mehr gewürfelt, sie wirken richtig abgestimmt zurzeit und es macht schon Spaß, das zu sehen auf jeden Fall. Platz 5, Sheamus und Cesaro. Und Platz 4 habe ich Moose genommen. Moose ist zweifache Impact Grand Title Gewinner und hat sich im letzten Monat auch in einer deutschen Liga profiliert, und zwar in der GWF hier in Berlin. Und hat dort in einem Three-Way-Dance Joe Henry und Pascal Spalter besiegt. Da sein Impact Grand-Titel aufs Spiel stand und auch der GWF World Champion auf dem Spiel stand, ist er jetzt World Champion, sozusagen von der Berliner Liga GWF. Und bei Impact, wie gesagt, Grand-Title-Halter. Ja, wie gesagt, war da, kam sehr sympathisch rüber anscheinend. Ich war leider nicht da. Aber er kommt ja wieder, er ist der Champion. Und er hat ja eine gute Laune und hinterlassen war wohl sehr gut alles, was da so passiert ist bei Moose. Platz 3. Mit Platz 3 fangen wir noch. Ach so, wir machen erstmal Platz 3, ja. Nicole, magst du Platz 3 anfangen? Platz 3, muss ich wieder mal ein bisschen hier rumscrollen. Scroll doch mal. Ja, habe ich. Hab ich es ist erstaunlich, aber ich hab was von der WWE, ja. Oh. Man höre und staune. Aber ich verfolge es natürlich immer noch vom Lesen her und dann, wenn mich was interessiert, verfolge es doch dann ein bisschen mehr. Und da ist die gesamte Fehde für mich, also der Aufbau von Samoa Joe gegen, ja, Brock Lesnar. Black. Ne? Also, da habe ich mir eigentlich alles angeguckt und muss sagen, also, da versteht die WWE mithin doch wieder, wie man jemanden aufbauen kann, obwohl er ja eigentlich vorher so schön in der Versenkung verschwunden ist. Und allein auch das Match gegen Roman Reigns, das war ja auch im Juni bei Raw, war eine starke Performance. Und natürlich jetzt auch das Match gegen Lesnar, was ja sehr, sehr gut war. Leider nur ein bisschen zu kurz. Und natürlich, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, der falsche Sieger oder nicht. Also, ich hoffe, man behält Joe dabei, aber ich
habe mir dann auch mal die Klickzahlen, gucke ich mir ja auch immer gerne mal an. Und auch die WWE hat sie ja mitgekriegt. Man hatte ja mit den Hardys bei WrestleMania einen zweistelligen Bereich mit, was weiß ich, 22, 23 Millionen oder so. Oder knapp an die 20 Klicks, nur mit dem kurzen Ausschnitt, wo die Hardys zurückgekommen sind. Und man hatte nach der Raw-Ausgabe, wo ich glaube, Joe Lesnar angegriffen hat, also wo sie dann beide da im Ring standen, da hatte man am nächsten Tag oder in 2 Tagen 1 Million. Oh, guck an. Und das haben sie dann auch mitgekriegt. Also ich weiß nicht, gut, man vielleicht auch viele Leute klicken es 3, 4 Mal an und so. Aber solche Zahlen haben sie dann auch nicht. Also man hat gemerkt, oh, okay, das interessiert die Leute. Und dann hat man ja auch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Samoa Joe gekommen ist, habe ich mir gewünscht, dass er gegen Lesnar antritt. Weil das einfach zwei Berge sind. Ich habe das Match aber noch nicht gesehen jetzt. Ich weiß aber von vielen Leuten, dass sie ein bisschen, naja, enttäuscht will ich sagen, ein bisschen enttäuscht waren, weil der Aufbau war wohl klasse. Und natürlich, der Aufbau war klasse. Das Videopackage von der Fede ist immer klasse. Das können die einfach super gut. Das ist Hollywood. Das ist wirklich Ja stark gut, bei denen. aber wenn man es Aber das live Match. guckt bei Raw, auch wie Joe auf Lesnar halt losgeht und ihm eigentlich so eine schöne leichte Kopfnuss eigentlich verpasst und wie sich dann beide halt dann so rumrangeln und alle Leute kommen wieder rausgestürmt und beide wollen sie wieder trennen und so wie es eigentlich angefangen hat, hat man da alles richtig gemacht und Und das Match war nicht natürlich zu kurz in deinen Augen nachher bei PW? ja gut, doch zu kurz schon, okay. Joe hat Lesnar halt vor dem Match angegriffen und der Ringgong ging ja auch ein bisschen später los, weil er ihn draußen vermöbelt hat. Das Match so an sich ging ja eigentlich drinnen, glaube ich, auch nur so. Also insgesamt war das, glaube ich, knapp mit draußen rumprügeln und Ringglocke so 10 Minuten, oder Jan? Was war das? Ich glaube, 8, 9 Minuten Knapp Innenring, 8, also 9, ja. ab der Ringglocke. Also es war halt, man war halt richtig schön drin, man hat echt mitgefiebert und auch zu Joe und man weiß, was Joe kann, wenn man ihn verfolgt. Und Lesnar hat auch eine starke Performance bei dem Match abgeliefert. Also sollte man nicht vergessen, er hat alles weggesellt, was man gegen Joe wegsellen kann. So, dass es halt auch wirklich glaubhaft ausgesehen hat. Ne? Das war nur am Ende, war halt nur eine F5, dann war Schluss. Habe ich von, wie Ja, gesagt, ich habe es nur gehört, ich habe es noch nicht gesehen, gut. aber Lesnar vielleicht zu hat ja auch ihn schnell. vermöbelt, aber man motzt ja auch immer gerne rum. Man braucht 3, 4 Mal Finishers, um da Ja. auszukicken. Diesmal war es wirklich nur einer. Man sagt, das ist ja der Finisher. Macht man es den Leuten auch wieder nicht recht gut. Man hätte vielleicht sagen können, okay, lass Joe noch einmal auskicken und er muss den zweiten dann Ja. fressen. Hätte man auch machen können. Ist ein leichter, bitterer Nachgeschmack. Aber ich hoffe, Es ist ja dass noch man nicht vorbei, ne? weiterzieht und dass man Joe, also ich habe eine kleine Hoffnung, obwohl in meinem Hinterkopf schon wieder drin steht, so, ah, Nicole, die trollen dich schon eh nur. Ja. Aber, so, einen kleinen Wunsch, ich würde für Joe, würde es wirklich wünschen, weil das, was er macht, das, so wie man ihn darstellt, so ist Joe. Und so muss man ihn auch darstellen, anders geht es nun halt nicht. Also was anderes wie ich zerstöre alles und das so muss man das weiterführen und dann hoffe ich, dass man dann mal sagt, komm hier, da hast du den Titel mal, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist. Das würde ich mir schon wünschen. Und Lesnar schadet es nicht, wenn er den auch mal wieder verliert. Also, mein Gott. Ja, Lesnar braucht die Titel nicht. Ganz einfach. Der kann alle 3 Monate kommen, ein Vermögen wieder abhauen. Also, der Ja, kann sich den ja aussuchen. Wer braucht, der braucht keinen wie Titel. gesagt, aber ich glaube, der Mann hat auch Spaß gehabt, mit Joe in den Ring zu steigen. Also hat er ganz gut gemacht. Okay. Okay. Ich dränge mich dazwischen. Mein Platz 3 ist diesmal Jinder Mahal. Wenn er verteidigt, er ist immer noch Champion, hätte keiner gedacht, hält das Ding immer noch. Bringt alles zur Weißglut, besonders Alex bei uns im Team. Ansonsten, ja, ist er so. Ansonsten überzeugt er mich, was ich gesehen habe bis jetzt, ist in Ordnung. Bin jetzt nicht so begeistert, aber ich bin auch nicht total fertig deswegen mit der Welt, so wie Alex. Ist in Ordnung. Jinder Mahal, ich hätte nicht gedacht, dass er so weit kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass er so lange den Titel hält noch jetzt. Ich bin gespannt.
wann, wie lange es noch wird. Oder ob es auf Cena nachher oder wie auch immer hinauslaufen wird, der den großen, unbekannten Bösen aus Nicht-USA mal gucken. Werden wir sehen. Aber wir über Jinder mal haben wir schon ganz kurz vorhin, glaube ich, wurde es auch genannt. Jan, dein Platz 3. Ja. Völlig überraschend, dass derjenige jetzt bei mir mit auftaucht. Der erfolgreichste WWE-Champion im Jahre 2017 und natürlich eben schon genannt worden von Willi, es ist Jinder Mahal, auf Platz 3. Der einzige Mann, der es geschafft hat, 2017 den WWE-Titel zu verteidigen. Echt? Ja. Ja. Krass. Januar war Ja, ist es noch nicht so lang, ne? AJ, hatten an Cena verloren. Im Februar dann in der Chamber an Wyatt, bei WrestleMania dann an Orton und Orton dann an Mahal. Ach du Genau. meine Scheiße, das ist ja krass. Damit ist er der erfolgreichste WWE-Champion 2017 zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht ja auch bald 2018. Mal gucken, wie lange das Ding hält. Sagen wir es mal so, aktuell gehe ich ja nicht davon aus, dass bei Battlegrounds der Titel wechselt. Sind die Chancen sogar da, dass er der längste WWE-Champion 2017 wird? Holy shit, das gibt wieder Hate im Internet. Hey. Ich find's gut. Ja, eben das eine. Und manchen gefällt es, manchen nicht. Ja. Also Janni auch den Inder auf der Genau, 3 bei dir. den Inder. Den Inder, den Mahal. Ja, kommen wir zu einer Rubrik bei uns, die sehr beliebt ist. Die Gurke des Monats steht an und die Gurkenbeauftragte ist bei uns Nicole. Nicole, unsere Facebook-Gruppe. Ich habe vor ein paar Tagen sogar schon gefragt, früh diesmal wieder, was die Gurke des Monats bei den Leuten so ist, die bei uns mitposten, mitlesen, mithören. Was hast du denn rausgekriegt? Also gurkenmäßig soll ich erstmal nur die Gurke im Gürkchen machen, dann so. Erstmal Weil nur die Gurken. die Leute schreiben immer so schön. Der Stefan, unser Krammel hier, hat, was hat er denn genommen? Ah, die erste Gurke, er hat gleich zwei vergeben. Die erste Gurke an Alberto del Rio, nee, so heißt er gar nicht mehr. Ei, El Stefan. Patron. Ich El lese es auch noch. Patron. Lies es auch noch so vor. Ja, die jammernde, sich beschwerende und immer von allen anderen benachteiligte Diva von Global Force Wrestling. Als zweites hat er unseren geliebten James Ellsworth genommen, weil er ja für viele dann doch das Money in the Bank Match versaut hat. Der Bernhard Gaiter hat auch, ja, James Ellsworth, der das erste Money in the Bank Match der Frauen versaut hat. Dann haben wir hier den Franjo, der hat die Gurke an AOH vergeben. Oh, keine interessanten Storylines und Champs, die etwas Aha. merkwürdig sind. Okay. Cody als World Champ ist unverdient. Kushida als TV Champ, nee, da gibt es andere, die es mehr verdient haben, findet er. Unserem Schoko ist überhaupt nichts Negatives eingefallen. Das erstaunt einen jetzt schon. Dann haben wir unseren Alex. Die Gurke halt natürlich. Ihr wundert euch nicht an Jinder Mahal. Weil Podcast anhören hat sich nach wie vor nicht geändert. Und Alberto natürlich. Die Gründe dafür könnte man was. War Ja. Alberto nicht erst im Juli so aufgedreht? Hat er im Juli erst den Titel gewonnen? Hat er im Juli nicht erst noch gegen Wegschutz und so weiter und so fort? Das war doch gar nicht im Juni, oder? Ja, Oder war das? das hat er schon alles im Juni Na gut, das gemacht. ist ein laufender Prozess, der das ganze Jahr schon läuft wahrscheinlich, Ja, ne? genau, Kann man das schwer ist trennen, ne? richtig. Da Ja. gab es schon noch einige andere Sachen da. Das ist ja. Und die Gründe dafür konnte man zu Genüge in den letzten Wochen nachlesen. Ja. 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 Das war's. Das war's. Dann schieb doch deine noch hinten ran gleich. Ich schiebe meine hinten ran und ich würde sagen, James Ellsworth führt hier eindeutig. Ja, für den Eingriff in das erste Women's ja, Money in the Bank Ladder Match. Und dann die WWE gleich mit, weil für das Schwanz einziehen, dass man dieses Match dann nochmal wiederholt. Weil eine Notwendigkeit eigentlich an sich gab es ja eigentlich nicht, weil es gibt ja eigentlich keine No-DQ oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Nee, man wollte einfach die Zuschauer auf SmackDown Ja, ziehen.
Das ist Klar, das aber Problem gewesen. normalerweise war es eigentlich so in Ordnung, weil es Ja. gibt keine No-Disqualification. Richtig. Aber man hätte Ellsworth halt auch anders einsetzen können, indem er, was weiß ich, Carmella halt reinhilft oder Oder sie oh, in auf die den Schnauze Ring kriegt einfach rollt oder so, ja. und sie die Leiter so hochschiebt. Das hätte ich auch Genau. noch alles in Ordnung gefunden, aber dass er selber auf die Leiter steigt und das Ding da abhängt, das fand auch ich zu viel des Guten, weil die Mädels, auch wenn es für viele nicht das tollste erste Money in the Bank leider Match der ja, Women's Division war, ich fand es eigentlich sehr gut, das Match an sich. Und das Ende war natürlich zum Haare raufen. Mein Feuerzeug flog hier auch irgendwo in die Ecke. Also Aber bei dem Match sehr interessant. da waren schon ein paar Böcke drin, sowas nicht. Ja, Also mein Gott, das ist das erste Match, was die Mädels da machen, das erwartest du. Es ist ja, gerade. klar, weil die mit den Leitern und auch mit der Physik und alles so da drinnen auch erstmal nicht umgehen können. Aber ich bin ganz froh, dass sie einigermaßen unverletzt rausgekommen Ja, sind da bin ich auch und froh. sich nicht die Zähne irgendwo rausgehauen haben. Aber manche Sachen waren schon sehr gut, manche sahen natürlich nicht toll aus. Ja, aber man. Gerade so Timing-Sachen und so, ne? Ja, Das war Katastrophe diesmal, ne? das Aber das Timing, lernt man. willst du es denn lernen? Aber wie gesagt, ich war eigentlich schön drin und dann kam dieser Penner da an und oh, Penner darf man glaube ich nicht sagen, Doch, darf man sagen. oder? Und dann, ja gut, dann steigte da auf die Leiter und denke ich also, oh, komm Alter, jetzt, du wirst doch nicht hier gerade raufgehen und das Ding da abhängen und der macht das wirklich. Und da ist echt, also man kann eigentlich auch hier ziehen, eigentlich war das schon so ein Stück wie früher so. Ich war so schön drinne. Und der Kerl steigt da hoch. Das ist wirklich, ich meine, mein Feuerzeug ist hier irgendwo in die Ecke geflogen, hinter die Heizung. So vor lauter Zorn, wo ich gedacht habe, Alter, wenn ich den jetzt erwischen würde, der hätte echt gelitten. Er hätte ja auch einfach jemanden festhalten können, der hochklettert, irgendwen Ja. am Fuß festhalten können und Carmella holt das Ding alleine. Das hätte man auch Ja, machen können. Hätte so das. viele Sachen machen können, weißt Ja, du? das wäre alles möglich gewesen. Man hat es halt für das ist halt das, in Anführungsstrichen, wirklich das erste Match der Women's, der ganzen Mädels dann gewesen Ja. ist. Hätte das nicht sein müssen, schon mal gut, vielleicht bilden wir uns als Mädels auch zu viel ein. Denken sich vielleicht auch ein paar Kerle. Manche fanden es halt gut, klar, weil es Heat generiert. Hat es ja auch getan. Und aber dann Ja, muss die aber WWE auch dazu stehen und nicht sagen, hier, jetzt macht er gerade eine Woche richtig. später ein paar Tage noch eins und die sollen schon wieder die Leitern in die Fresse kloppen, das, was die Zähne rausfliegen, ist auch selten dämlich, wenn man immer meint, man will nicht so viele Verletzte und so und dann haut man gleich zwei so Matches hintereinander raus innerhalb von 2, 3 Tagen. Ist auch selten dämlich. Also für den Schwanz einziehen, dass man es nochmal gemacht hat, kriegt die WWE auch eine Gurke. Also ich kann auch verraten, meine Gurke ist genau das gleiche. Oh. Mein Freund Ellsworth habe ich ja schon letztes Jahr War auch ein paar Mal mit mit Gurken dabei. überhäuft, genau wie Goldberg, das waren ja meine Lieblingsgurken letztes Jahr. Ellsworth geht weiter. Verstehe das Ganze mit Carmella. Was weiß nicht, was ob sich der Gegner die retten soll oder was das soll überhaupt. Carmella zieht für mich aber immer noch nicht. Überhaupt keine Reaktion in meinen Augen. Ach Oder einfach doch. nur billigere, ja, aber nicht, weil sie gut ist oder nicht, weil sie charakterlich irgendwas kommt da, sondern weiß ich nicht. Elsweth ist auch nur so eine Witzfigur geblieben daneben bei. Die ganze Sache mit dem Leiter-Match war, oh, das war so frech. Wir Dann sollten ihm so einen Fassgurken eigentlich mal schicken, oder? ja, So eigentlich vorne so schon. der Aufkleber drauf, so herzliche Grüße von Wrestling Talk Radio, so Ich roll. weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was sie mit ihm wollen. Ich kann mir verstehen, weil ich dachte, die Story ist irgendwann, ja, er ist ja jetzt ein Amateur und jetzt kann er gegen Styles gewinnen, jetzt kriegt er die Chance, schafft es aber nicht und irgendwie kommt er da rein in die Sache. Aber dass er jetzt so auch heftig, also so sich zum Trottel macht und so heftig eingreift an so einer Sache, wie einem ersten Match, einem ersten Damen, Money in the Bank Leiter Match, was saumäßig beworben wurde, immer wieder, genau wie das Cage-Match damals, oder damals vor ein paar Wochen, was auch in Ordnung war, als erstes Cage-Match, und dann ziehen die so ein Ding nach, da war ich richtig enttäuscht, muss ich sagen, hätte ich mehr erwartet. Ich habe gedacht, na gut, verletzen werden sie sich nicht, sie werden ein bisschen auf die Bremse treten, man kann mit Leitern auch geile Aktionen machen, ohne aus 8 Meter runter zu springen, wie Jeff Hardy oder sowas, man kann auch andere Sachen machen, waren zwar Böcke bei, aber dass Elsa das Ding da holt, hochgeht und einfach so billig und weiß ich nicht, hat mir das die Sache auch vermiest irgendwie. War nicht so meins. So. Aber Jan hat Jan was anderes vielleicht? Ja,
Ich habe einen ganzen Ja. Gurkensalat. Schieß Möchte los. ich mal sagen. Fangen wir mal beim ersten an, Ring of Honor. Die für Best in the World 35 Dollar haben wollten. Für Oh, den da sind ja schon zwei Online-Stream. Gurken. Ah, ja. Und da muss man ganz klar sagen, was auch schon andere, die den Event reviewed haben, gesagt haben: 35 Dollar, Dann muss man sich echt nicht wundern, wenn es dann woanders geguckt wird, wo es denn kein Geld gibt. Insbesondere, weil ich denn vorher nochmal geguckt habe, wie sieht es denn aus mit dem Ring of Honor, mit dem Player auf der Seite von Ring of Honor. Weil ich den Der ist von. immer noch schlecht. Ja, ich habe es denn ausprobiert. Ich hätte, wenn ich Standbild gemacht hätte, ich ein Mosaikpuzzle legen können. Und zwar wahrscheinlich so mit 20x20 Teilen. Also ich hatte so eine starke. Ich weiß gar nicht, Fragmentierung oder wie man das denn nennt. Es sah wirklich aus wie ein riesiges Mosaik teilweise. Und das halt bei der Go-Home-Show sozusagen vor Best in the World, wo ich ihn gedacht habe, gut, 35 wäre mir auch zu viel gewesen, aber ich habe früher auch schon mal den einen oder anderen Event, denn ich glaube, damals sind manchmal 15 bis 20, sage ich mal so, in dem Bereich, wo es dann auch oft nicht rund lief, so richtig, aber es immer noch okay war. Aber heutzutage muss ich halt sagen, und das denn für einen Stream only geht halt gar nicht. Wenn ich mir halt die Ja. anderen Ligen angucke, die ich per Stream beziehungsweise dann so online verfolge, sind vor allem Chikara und AIW, die ich beide als Chikara auf ihrer eigenen Seite zahlt man pro New Event. Japan musste man ja auch Ja dazu gut, das sagen. ist nochmal ja so richtig Stream Network-mäßig, genauso wie bei der WWE, da Ja. funktioniert einwandfrei. Aber halt auch preistechnisch wesentlich anders. Und bei Chikara zahle ich pro Event, wenn es mal ein teurer Event ist, lass es auch mal 15 Dollar sein. Aber dafür kriege ich auch gleichzeitig neben dem Stream, kann ich es mir auch in SD, HD Ready, also 720 oder auch 1080 runterladen. Ich habe die Auswahl. Ich kann mir bei Chikara sogar einzelne Matches nur runterladen oder halt die ganze Veranstaltung. Und bei AIW, was halt auch eine kleine Liga ist, gibt es über SmartMark Video auch die einzelnen Shows. Dauert dann halt, klar, wie es dann halt immer so ist, dauert es dann immer ein bisschen, bis die Shows da sind. Aber zahle ich auch 12, 13 Dollar? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, 11,99 ist da so das meiste. Qualität ist dann mehr so zwischen SD und 720. Aber ich kann es mir halt runterladen. Und dann halt auch ohne Internetverbindung angucken und es läuft halt einwandfrei. Denn wie gesagt, Bildqualität ist halt nicht ideal, sag ich mal. Aber für eine kleine Liga ist das halt vollkommen okay. Bei Ring of Honor, wenn sie es anbieten würden, mit Download in HD, sag ich mal 20 Euro bzw. Dollar, wäre noch okay. Aber 35 nur für Stream und der Stream läuft halt scheiße und sieht scheiße aus. Geht halt gar nicht. Und der Und Event war auch noch scheiße. hängt irgendwie hinterher die ganze Zeit, ne? Also irgendwie. Ja, das Ring of ist. Honor scheint was zu verschlafen Ja, zur also, Zeit, das ist ja wohl glaube ich. teilweise auch derselbe Preis, wie sie von Pay-Per-View sozusagen wollen. Weil sie ja über Fight Network oder so auch irgendwie Pay-Per-View-technisch das. Aber selbst alle anderen Ligen, sag ich mal, die ich jetzt so kenne, wollen das dann halt nicht für denselben Preis. Wie es denn über Pay-Per-View. Wie gesagt, vielleicht liegt es an ihren Verträgen, dass wenn sie es über Pay-Per-View anbieten, sie es online auch nur zum selben Preis anbieten dürfen oder sowas. Gut, aber wie gesagt, auf der Seite von Ring of Honor, glaube ich, das tut sich kaum einer an. Und da geht. Wie sind so die Zahlen? Weißt du das? Wie viel die verkaufen? Nee. Hast du da Also mal irgendwas mit? es Das gibt würde mich ja mal interessieren. maximal so Schätzungen, die halt meistens vom Meltzer oder so kommen. Und da waren halt mal das als beste Veranstaltung letztes Jahr Final Battle, also die Jahresendveranstaltung, wo Schätzungen waren maximal 20.000. 20.000 oder 35 Da bin ich mir aber nicht sicher, ob die schon, ob, ah doch, müsste eigentlich auch schon damals der Preis gewesen sein. Aber wie gesagt, wie genau die Zahlen denn da, Dollar. weiß ich auch nicht. Und vor allem das Schlimme ist ja,
Bei Wing of Honor gibt es dann auch die DVD irgendwann. Im Zweifel hat die DVD bessere Qualität und kostet mich dann 20. Gut, ich müsste im Zweifel 2 Monate warten. Aber ja, naja. Gut, das war Nummer 1. Nummer 2. Ric Flair. Jetzt fragst du derjenige, wie das? Ich gucke auf YouTube relativ viele Let's Plays, unter anderem von den Jungs von PietSmiet. Das sind 5 Jungs, die halt Videospiele spielen, meistens Multiplayer-Sachen. Und da war jetzt, es war vor einer Weile jetzt die E3, große Videospielmesse in den USA, da waren 2 von denen da. Und weil das halt zeitlich gepasst hat, sind die bei Money in the Bank gewesen. Sind sie halt, nachdem, ich glaube, St. Louis war das ja, sind sie halt von LA, wo die Messe war, nach St. Louis und haben sich, weil der eine halt großer Wrestling-Fan ist, die Veranstaltung Oje. angeguckt. Jetzt waren sie zufälligerweise im selben Hotel wie viele von den WWE-Leuten. Bei den Natürlich, meisten. zufälligerweise. Also so wie es sich angehört hat, weil sie sowohl im Podcast als auch in einem Vlog drüber geredet haben, wussten sie es halt vorher nicht, dass es. Aber Okay. kommt halt drauf an, wo du das buchst im. Ich weiß auch nicht, wie groß St. Louis ist, so jetzt bei Hotels und alles sowas. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Bei fast allen hat Autogramme holen und Foto machen oder sowas wunderbar geklappt. Nur bei einem nicht. Und das war Ric Flair. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Wer da die ganze Geschichte hören will, kann mal gucken. Es gibt einen, die machen auch einen Podcast, der heißt PeteCast. Gibt es auch, die Ausgabe heißt auch, glaube ich, irgendwas mit Money in the Bank. Und vor allem beim zweiten Versuch war es dann halt etwas, wo ich so sage, da, wo es dann halt schwierig wird. Da hat er nämlich genau, die beiden haben den sozusagen gesehen und wussten halt, beim letzten Mal hat er denen kein Autogramm gegeben. Oder wollte halt nicht. Haben deshalb abgewartet und haben gesagt, naja, versuchen wir es. Ach, komm, wer weiß, vielleicht ist er, hat er wieder keinen Bock. Immer wenn sie, haben ihn wohl auch mehrmals gesehen an dem Wochenende und immer hat er alkoholische Sachen gerade in der Hand gehabt. Das war dann wohl auch ein Running Gag bei denen. So nach dem Motto, in welcher Bar sehen wir denn als nächstes? Auf jeden Fall, beim zweiten Mal, wo sie es denn halt versucht haben, ist vor ihnen, weshalb sie es denn überhaupt das zweite Mal versucht haben, jemand anderes oder kann auch 2 Leute gewesen sein, zu Ric Flair gegangen, haben ein Foto gebeten und hat gesagt, ja klar. Also sind die denn auch hin und hat dann Nein gesagt. Das ist halt so ein bisschen arschig und damit ist jetzt nach John Cena auch Ric Flair auf der autogrammunfreundlichen Arschlochliste im WTR gelandet. Das war Nummer 2, Gurke Nummer 3, YouTube. Und das ganze Werbefiasko, insbesondere in Verbindung unter anderem auch mit AIW, aber sehr bekannt geworden, glaube ich, auch mit What Culture. Ah, da haben wir schon bei Unscripted drüber gesprochen, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube ja. Ich habe auf jeden Fall bei da glaube ich auch irgendwo hatten wir drüber geredet und auch beim Qualifying Kanada Ring Genau. bin Das ich habe ich auch auch nochmal mal gehört. Da hast du auch drüber geredet, stimmt, da ja. habe ich auch, wo ich zwar die Hälfte wieder vergessen hatte, aber da kann man noch mal reinhören. Ja. Großer bunter Strauß an Gurken. Ich hatte auch überlegt, ob ich Bailey diesen Monat reinnehme. Denn Bailey hatte dieses Jahr dieses, was war das, Singapore Cane on a Pole Match oder so. Oder Ja, Candlestick on a Pole Match oder so. ja. Da wurde sie auch halt dämlich dargestellt. Und das ging ja auch irgendwie weiter noch. Das weiß ich nicht. Das war, der Monat war für Bailey auch nicht so optimal. Die wird da ein bisschen fallen gelassen, oder? Ja, gut, bist du jetzt momentan nicht dargestellt irgendwie. Also jedenfalls, wenn ich mir das so durchlese. Aber das sind ja irgendwie alle, die nehmen ja eh immer nur 2. Jetzt ist gerade mal wieder Sascha Banks und na, wie heißt du? Alexa Bliss oder Nia Genau. Jax? Alexa Bliss. Ja, ein bisschen Nia Jax mal mit reingeschmissen. Ja, Der sehr gut. Rest hängt halt dann immer darum, bis Ja. die nächsten 2 drankommen und dann hängen die halt wieder rum. Also, Mann, Women's Revolution bei Raw ist da komplett out of order. Also, die ist im Ja, Arsch. du wolltest ja Charlotte nicht mehr haben. Naja, gut, selbst bei SmackDown ist es Jetzt jetzt auch hast du nicht den gerade Salat. dolle. Also, SmackDown, wenn ich mir Tja. das so durchliest. Das gesamte Women's Revolution Teil ist bei beiden Sendungen.
bei NXT geht es wenigstens noch ein bisschen gut ab. Finde ich. Ja. Na gut, dann schließen wir die Gurkenrunde für diesen Monat und gehen mit Platz. Was haben wir noch? Platz 2 kommt jetzt schon, ne? Ja. Platz 3 war schon. Platz 2. Und ja. Dann kann der Jan anfangen jetzt. Platz 2, Jan. Ja, Platz 2, kurz und schmerzlos, Omega Okada für das 60 Minuten Unentschieden bei Dominion. Ja, haben wir drüber gepodcastet schon? Ist schon was raus darüber? Ja, klar. Ja, Dominion haben wir in einem Podcast gehabt. Na, siehst du, dann hört es euch an, brauchen wir nicht erklären. Da wird garantiert mehr drüber gesprochen und auch wahrscheinlich besser, als wenn ich jetzt dazu was sage oder Jan nochmal zusammenfassen muss. Haben wir lange und ausführlich. Ja. Deshalb. Dann schiebe ich mich mal kurz. Ja, okay, mach. Platz 2 habe ich das gleiche wie Jan. So. Hört euch also in den Podcast an, aber ich war, glaube ich, nee, ich war ja gar nicht mit dabei. Jedenfalls geiles Match mit 6 Sternchen und so, aber gut, das muss ja jetzt nicht sein. 6 1/4. 6 1/4, genau. Stimmt, und dabei habe ich es hier gerade vor meiner Nase stehen. Ja, gut, mein Gott, Okada haut halt mit Omega wirklich, ich glaube, man könnte ihn noch 10 Jahre da ein Match machen lassen und die hauen da immer in 6, 7, 8, 9, 10 Millionen Sternchen Match raus. Also beide sind auf höchstem Niveau. Das sieht man halt so eigentlich in keiner Liga. Also, ja, aber mit den Sternen ist doch Quatsch von Meltzer. Ja, klar. Also, da gebe ich gar nichts drauf, ehrlich gesagt. Würde ich auch nicht jetzt drauf geben, aber es ist natürlich ein Match, was du so in keiner anderen Liga und glaube ich auch so auch noch nicht, also die Geschichte und die Story und die Dramatik drumherum und was die beiden da an den Tag legen. Ja, das ist Wrestling. Also mit ja, viel Schmerz und viel oh mein Gott und ja, macht Spaß. Also man kann es immer nur wieder sagen, also wenn ihr Wrestling gucken wollt, dann nicht bei der WWE, dann müsst ihr da ein bisschen woanders haben. Ja, damit bin dann ich fertig. Dann müsst ihr Japan gucken, ja? Ja, wäre halt auch, ich meine, es gibt Stories und es gibt kurze Geschichten, die werden halt kurz aufgebaut, aber so wie es im Wrestling sein muss, hier, da, du gut, da böse und hier ein bisschen bla bla und schon steht die Story, schon steht das Match und im Wrestling-Stil nimmt sich da in dieser Liga keiner irgendwas. Also ich habe heute auch beim Climax 4 fantastisch, also nee, sogar mehr. 5, 6 fantastische Matches gesehen. Und das in einer einzigen Show. Also, ja. Kann ich nur bestätigen. Hört euch dann den Podcast an, dann wisst ihr mehr. Genau. Ich habe jemanden, den wir auch schon genannt haben heute. Und zwar habe ich auch stehen für den Gewinn von Ring of Honor World Title gegen Christopher Daniels. Aber Christopher Daniels war jetzt gar nicht so lange Champion, ne? 2 Monate oder so? Ich glaube. Oder? 3? Nee, 2, ja? 2, 3. Wer war da nicht, ne? Nee. Jedenfalls ist Cody neuer World Champion. Daniels hat man das nochmal gegeben. Jetzt in seinem 100 Status. Tage, ja, 3 Monate. Ja, war nicht lange auf jeden Fall. Ich habe immer noch Matze und Alex im Ohr von dem Titelgewinn von Daniels, glaube ich, vom Podcast. Deswegen kann es noch nicht so lange her gewesen sein. Die Leute haben ja auch für ihn gewotet, haben wir ja schon vorgelesen von Jan. Ich habe Cody Rhodes auf der 2 und ich würde jetzt Nicole mal fragen, was die Facebook-Gruppe, was ist ein Wort, dazu wer denn der Superstar des Monats geworden ist, Nicole. Guck's mal nach. Wir haben hier nochmal, also Stefan ist ja klar, der hat gleich wie wir auch, hat er ja auch recht, 5 Plätze vergeben. Den ersten an Jinder Mahal. Er nutzt seine Chance und überzeugt als Champion. Baron Corbin auf Platz 2 wegen Money in the Bank. Platz 3 Samoa Joe als Herausforderer und mit starken Matches. 4 hat er Sheamus und Cesaro als neue Tag Team Champions. 5 hat er gemacht The Miz, 7-facher Intercontinental Champ und immer unterhaltsam. Dann haben wir hier auch einen Bernhard Geiter, der hatte Superstar, genau, Jinder Mahal, der immer noch Champion ist. Dann haben wir wieder einen Franjo, der auch
Ja, Superstar Okada, höchstwahrscheinlich Match of the Night, nee, Match of the Year auf die Beine gestellt. 7 Titelverteidigungen, hat Cody seine Grenzen aufgezeigt und ist der überzeugendste Champ auf der Welt. So, dann haben wir hier unseren Schoko, wie kann es anders da sein? Er hat natürlich, oh Gott, ich muss das wirklich vorlesen. Brauchst du nicht. Hat nichts mit Wrestling zu tun, glaube ich, was jetzt kommt, oder? Ja, doch eine ehemalige Wrestlerin Naja, oder was eine, da? die es sein Große wollte. Gänsefüßchen an der Stelle, große Ding, ding, ding. Eva Marie für ihr Acting-Debüt in einem Kinofilm, bla bla bla. Der kommt am 30.06. raus, falls ihr die Information Googelt haben selber. wollt. Oder fragt Schoko. Fragt Schoko auf Facebook Oh, einfach, was das für ein Film dann, ist. er hat auch einen geteilten Platz 1. Natürlich hat er unser Gürkchen James Ellsworth und Carmella für ihren zweiten Sieg in Money in the Bank Ladder Match. Was ein Troll, ey. Mann. Und Axel hat natürlich auch, wie kann es auch sein, natürlich Okada Omega, weil sie mir wieder mal gezeigt haben, dass sie die Besten der Welt sind. So, jetzt wisst ihr, was ja, New Japan da so für Leute rumlaufen habt. Die Besten der Ja. Welt. Ich schiebe mich jetzt mal vor, weil meiner die ganze Zeit schon genannt wurde, auch von Stefan eben nochmal und vorhin auch schon mal. Mein Platz 1 in diesem Monat ist Baron Corbin. Und zwar, weil er immer stetig aufgebaut wird. Andrew Giant Battle Royale. Jetzt hat er Money in the Bank gewonnen. Und mit Corbin übertreiben sie es nicht. Corbin lassen sie richtig schön viel Zeit, seinen Charakter selbst ein bisschen darzustellen, Ecken, Kanten zu entwickeln, zu gucken, mit wem er harmoniert und wer nicht harmoniert. Und immer wieder kommt so ein kleiner Push, da mal was, da mal was. Und ich freue mich darüber, wenn wir kommen. Vielleicht wird das mal was richtig Gutes, glaube ich. Ich hoffe es. Baron Corbin bei mir auf der Platz 1 im Juni. Und Jan, wen hast du auf der 1? Ja, mein Platz 1 ist nicht wirklich spektakulär. Dafür habe ich aber noch so zwei Sonderpreise, möchte ich es fast nennen. Weil es beides Sachen sind, die ich halt nicht in eine normale Top 5 irgendwo mit Okay. reinnehmen würde. Dann fangen wir mit denen an. Deshalb wollte ich damit nämlich auch anfangen, glaube ich. Einmal Carsten Beck, der sich ja jetzt leider Ja, wieder einer ja. Operation unterziehen musste. Von daher, so eine Sachen würde ich halt nie in eine, genauso wie bei verstorbenen Leuten, finde ich immer unangenehm, sowas in der Top 5 oder sowas mit reinzumachen. Deshalb, da sind sowas immer ein bisschen extra. Und dann gab es noch im Juni eine unangenehme, traurige Nachricht. Ich bin ja nur großer Fan von AIW, Absolute Intense Wrestling aus den USA. Und bei denen ist der Chef Booker, beziehungsweise einer der beiden, ja, wie sagt man, Chefs, Gründer, wie auch immer, Teilhaber vielleicht oder Teilhaber, irgendwas. genau, Chris Bryan verstorben, relativ unerwartet, wenn ich es richtig verstanden habe, aufgrund Komplikationen nach einer schweren OP oder während einer schweren OP. Ja, das ist, sowas ist immer unschön. Und halt auch im Zweifel für so eine ganze Liga immer so ein schwerer Verlust und ein halbes Erdbeben, wo man jetzt auch gucken muss, ob da alles so weiterlaufen kann in den Bahnen, wie es vorher gelaufen ist. Dafür habe ich jetzt zu wenig Einblicke, wie es hinter den Kulissen aussieht, wie viele Leute da sind, die denn dafür denn zuständig mit sind und ob man das abfangen kann. Ja, und mein Platz 1 ist jetzt ganz unspektakulär, weil es ist der neue Ring of Honor World Champion, das ist Cody Rhodes. Nicole, dein Platz 1 fehlt uns noch. Mein Platz 1, ja, ich habe Okada und Omega diesmal nicht auf Platz 1 gewählt, weil sie schon so viel abgeschaut haben und so viele Sternchen haben, dass ich mir gedacht habe, dass ich zwei Mädels, die eine kleine Mini-Fehde bei NXT hatten, jetzt mal auf Platz 1 stellen werde. Und zwar ist das Asuka und Nikki Cross, die nach Takeover ja nochmal so ein No-Contest-Match, also ein Triple Threat Elimination Match gehabt haben,
Weil das ja bei Takeover ja so ausgeartet ist, dass Asuka ja beide gepinnt hat, weil sie ja auch beide niedergefallen ist. Und da konnte Nikki Cross Ruby Riott erstmal rausschmeißen bei dem Match. Dann beide wieder so hitzköpfig, was absolut genial ist, das, weil beide haben ja einen echt voll an der Klatsche. Und das spielen die auch immer unheimlich gut aus. Der Kampf wird halt dann echt dermaßen verrückt, dass sich beide auf dem Ring prügeln, die Rampe hoch und hinter die Kulissen und aus der Halle raus und auf dem Parkplatz wieder in die Arena rein. Und dann sind sie irgendwann drinnen. Und dann steht halt, ja gut, Tische und was halt da hinten im Backstage-Bereich rumsteht. Und ja, Asuka hat dann, nimmt dann ja, wo so ein Getränkedings wurde, deine Getränkekühlst, so eine Getränke-Kühlebox, weißt du? Und da sind lauter so Eiswürfel und Wasser halt drin, bis sie was geschmolzen ist. Und ja, Asuka macht den auf und versucht ein bisschen die Gekrosster darin zu ertränken. Und das Match endet dann halt irgendwie im No Contest. Und Ruby war ja schon raus. Und ja, gut, Regal hat sich gedacht, naja, okay, also beide Damen sind immer noch nicht, irgendwie kriegen wir das immer noch nicht klar. Und da hat er sich dann gedacht, okay, hau ich dann mal so ein Last Woman Standings Match raus. Ja, und dafür habe ich halt beide nominiert. Eigentlich hätte die Gurke auch noch dem NXT-Publikum geben sollen, die in letzter Zeit dermaßen still sind. Und wenn einer versucht rumzuschänden, stoppen die anderen das irgendwie, ist mir schon aufgefallen. Wurde auch schon geschrieben, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Ronaldo oder was weiß ich, dazu hören wollen. Also sie waren am Anfang ziemlich leise und die haben sie es echt gegeben. Die haben 20 Stühle da in den Ring reingehauen. Und haben sich da in alter ECW-Manier vom Apron auf so einen Berg in die Mitte auf die Stühle gehauen. Subs. Und was halt ein bisschen doof war, das Match wurde, glaube ich, dreimal mit Werbeunterbrechung gekillt. Das Match ging so 20 Minuten, da bin ich auch schon wieder ausgerastet. Und was ganz dumm war, als sie ja, den Suplex mit den ganzen Stühlen da ra rausgehauen haben und dann kam halt Werbung, ne? Werbung dann wieder raus und ich gucke so, ja, der ganze Ring war leer. Es war überhaupt kein einziger Schuh mehr drin. Ordentlich Also durchgewischt mal. hast du halt da schon wieder verpasst, dass sie die ganzen Stühle halt außerhalb vom Ring rausgeschmissen haben und Nikki Cross hat dann Asuka auch noch ziemlich übelst da auf die Stühle rausgeschmissen. Also es sah auch schon heftig aus und dann ging es auch wieder außerhalb vom Ring bis zu den Kommentatoren und dann haben sie halt ein bisschen Leiter rausgeholt und ganz zum Schluss dann halt noch ein Suplex von der Leiter auf den Kommentatorentisch. Und dann, also so, wo sie mehr draußen waren, dann so mit den Stühlen, dann ist auch das NXT mit Holy Shit Chance dann eingestiegen. Aber ganz am Anfang habe ich wirklich gedacht, also nee. Das Match war von Anfang bis zum Ende übelst gut. Und wenn man beide kennt, weiß ich nicht, ob du. Hast du mal Kana gegen Nikki Storm gesehen bei Shimmer? War ja auch mal vor ein paar Jahren, ich glaube Bei Sch 2000. nee, nee habe ich nicht. Nee, Habe ich nicht. 2014 oder Ich habe zwar beide für sich gesehen, '13. Also sie aber hatten nicht schon mal ein zusammen habe ich Match sie und nicht das gesehen. Nee. war genauso verquert. Also irgendwie, weil beide halt so verrückt sind und keine will aufgeben und wir kloppen uns dermaßen durch die Gegend, ja, bis sie nicht mehr aufstehen, halt so ungefähr. Es wird eh Zeit, dass Nikki Storm endlich den Titel bekommt und Asuka hochgeht. Ja, Das aber wird Zeit, ganz einfach. sie hat das Match jetzt verloren und damit ist Nikki Cross aus dem Titelgeschehen wieder raus. Und ja, gut, jetzt kommt wieder eine Ember Moon und Grinst wieder doof in scheint. die Kamera. Nee, und die verdient sich jetzt halt, weiß ich jetzt, gut, weil sie aus der Verletzung gekommen ist, verdient sich jetzt halt wieder ein Match. Also vermutlich mal wird es dann so enden, aber Nikki Cross hätte es da auch sehr gegönnt. Aber es wird wohl eine Ember Moon sein, die lange Regentschaft von Asuka dann beenden wird. Und dann, ja, gut, mal gucken, wo Asuka hin will. Kurt Angle hat ja schon so gemeint, er wäre ja sehr interessiert, sie zu Raw zu holen.
Kurt Angle ist auch an CM Punk interessiert, habe ich heute gelesen. Von daher, Habe ich auch dem gelesen, traue ich ja. alles zu. Sehr witzig, wenn sie im Punk zurückkommt, ach du Scheiße. Ja, dann Genau. schalte ich auch mal ein. Nee, Nicole, aber. waren jetzt die beiden Mädels denn Platz 1? Ich habe nämlich Ja, für den, das letzte ja, richtig, Best ne? Woman Standing Match, beide natürlich, klar. Sehr Und gut. sehr gut gemacht. Und die Fehde war nur kurz, aber dafür sehr intensiv halt, ne? Das heißt, wir haben heute auch Frauen und Männer dabei gehabt und auch viele, viele Ligen gemischt heute. Oh, aber so das Übliche mit WWE und New Japan ist ja neuerdings auch immer drin, ne? Ja, sonst haben wir immer WWE und Japan, also und Lucha von dir aus noch. Ja, Lucha. Stimmt, da habe ich glaube ich auch wieder was vergessen. Ah! Zu spät. Zu Das All spät. Night Long Match zwischen Mundo und The Mag, bitte angucken. Aber ich weiß Haben gar wir nicht auch mehr, wann das war. haben wir letztes Mal drüber Hat man gesprochen? letztes Mal schon, glaube ich, Da habe ich gehabt. doch gefragt, unser The Mac? Nee, der andere Nee, The Mac ja, sagst du genau, da. stimmt. Okay, dann hat man Dann das schon. stimmt, ich erinnere Gut. mich. Ja, weil wir so weit hinterherhängen, habe ich jetzt gedacht, ich habe wieder Naja. irgendwas. Irgendwas hat man so und so immer vergessen. Naja. Heute sind wir aber fertig für heute. Haben gute Vertreter gefunden, finde ich. Unsere Podcast-Gruppe, unsere Facebook-Gruppe hat gut mitgemacht auch. Wir sind durch und ich würde zur Verabschiedung blasen, sozusagen. Und ich würde mit Nicole anfangen. Nicole, wenn du magst. Was wolltest du jetzt blasen? Verabschiedung. Du hörst die falschen Dinge. Ja, kann auch Jan Ich habe anfangen, jetzt muss echt. nicht. Ne. Oh, Scheiße. Ich hätte jetzt nicht sagen dürfen. Okay, Schaffst du okay. es oder soll ich an? Okay. Ja, hör auf zu lachen, sonst geht es natürlich nicht. Ich bin ruhig. Okay, also gut, ja, schaltet wie immer ein. Wir sind ja immer für euch da und hauen natürlich einen Podcast nach dem anderen raus. Und ich mache halt wie immer die Werbung. Teilt uns gerne mit, wie gut es war, wie schlecht es war oder was ihr halt gerne mögt, weil wir wollen euch ja auch ein bisschen mit einbeziehen. Und wie ihr gehört habt, bei Give Me Five kommt auch ihr zu Wort mit dem Namen und euren, ja. Superstars des Monats, so. Wenn die Begründung stimmt, natürlich nur, ne? Wenn, Ohne ja Begründung gut, kommt hier keiner rein. bisschen mit Begründung ist natürlich schon Ja. von Vorteil halt auf jeden Fall. Mach's gut und bleibt uns gewogen. Jan? Ja, wer bis hierhin gehört hat, gibt mal Daumen nach oben, wenn es auf YouTube gehört hat, bei iTunes auch mal 5 Sterne. Ansonsten wie immer gerne Kommentare, Anregungen, Verbesserungen, oder sonst, was auch immer ihr gerne hättet, in die Kommentare auf Facebook schreiben. Dann lesen wir das und entscheiden, ob wir den Kommentar für sinnvoll erachten. Ja, und ansonsten, ja, bis nächstes Mal. Man hört sich irgendwo, irgendwie, irgendwann. Denkt daran, egal wie schön das Wetter ist, Wrestling ist schöner. Sollte das Wetter nicht schön sein, kann man sich auch einen Film angucken. Und zwar ist gestern ist, glaube ich, Romero verstorben, der Urvater der Zombies. Gönnt euch was, guckt euch einen schönen Zombie-Film an, wenn Wrestling vorbei ist und das Wetter scheiße ist. Ansonsten eine schöne gute Nacht, euer Willi.